Mein Gott, mach dich nach unten. Das wird... Das wär's auch. So.
Wo ist der Schatz, der letzte? So. Jetzt gucken wir noch mal schnell durch hier, ob wir irgendwo das Ding finden. Da rennt auf jeden Fall noch jemand rum. Oder auch noch. Aber den Schatz habe ich jetzt gerade neben Blick. Okay. So, wo will man hin? Da drüber.
So. Mal gleich da. Bringst doch jemanden um! Nein, komm, falscher. Schnell. Boah, kannst du das kommen? Wow! Yes. Adlerfrau, willst du uns bei unserem Sieg unterstützen? Du bist dir des Ausgangs der Schlacht sehr sicher. Woher beziehst du deine Zuversicht? Nach vielen Geplänkeln haben wir die Athener endlich in die Ecke gedrängt. Mit deiner Hilfe schicken wir die Hunde endgültig nach Hause. Na, was sagst du? Ich kämpfe. Gut, wir können dein Schwert gebrauchen. Sparta! Yeah!
Das war knapp. Aber die Söldnerin liegt nicht mehr rum. Na, hoi. Jetzt haben sie wieder zurückerobert. Idioten. Wir sind Rang 6. Oh, neuer Kultist. Wenn wir uns dafür entscheiden, wem unsere Treue gilt, müssen wir auch an das Ende denken. Ist der den müssen wir umbringen, Penner. Thank you.
die behalten wir mal. Schiff. Brauchen noch einen Haufen Mumpitz. Ich sehe keine Soldaten hier, nur Piraten. Sie müssen die ganze Insel kontrollieren. Na dann, mal fix hier rein. Götter, habt Gnade! Du willst Gnade? Jene, die auf meiner Insel mit Sklaven handeln, sollen selbst das Zeichen der Sklaven tragen und nach Attika geschleppt und an das System verfüttert werden, von dem sie profitieren wollten. Schaff mir diesen Abschaum aus den Augen. Ich dachte, alle Piraten wären Sklavenhalter. Und du bist? Mein Name ist Cassandra. Nun, Cassandra, man sagt uns auch nach, Mörder zu sein. Warum also sollte ich dich nicht hier und jetzt töten? Ich hörte, du verkaufst Informationen. Unter anderem, das tue ich. Ich suche nach jemandem. Dich in meine Stadt zu schleichen, ist nicht der beste erste Eindruck. Ich muss mit dir persönlich sprechen. Ich dachte, die Piraten lassen mich sicher nicht so einfach durchspazieren und anklopfen. Also sprich. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sie verließ Sparta, als ich ein Kind war. Ein bisschen mehr brauche ich schon, Cassandra. Auf ihrem Arm hat sie Muttermale, die das Sternbild des Adlers bilden. Also gut, damit kann ich arbeiten. Aber wer genau soll diese Frau sein? Sie ist eine Kriminelle, die vor Jahren aus Sparta floh. Man bezahlt mich, sie zurückzubringen. Verstehe. Also ist sie gefährlich? Aber dir wird doch ohnehin niemand gefährlich. Wenn das nur wahr wäre. Aspasia hat mich geschickt, dich zu finden. Aspasia? Warum sollte sie das tun? Sie sagte, du hättest Informationen, die mir nützlich sein könnten. Du kannst alles wissen, wenn die Bezahlung stimmt. Und was genau soll es kosten? Du kannst es dir leisten, ich bin sicher. What? So viele Drachmen habe ich nicht. Das überrascht mich bei deiner Berufswahl. Wie kann ich sicher sein, dass du sie finden wirst? Ich kenne Myrine schon. Woher kennst du ihren Namen? Ich weiß noch einiges mehr.
So viele Drachmen aufzutreiben wird nicht leicht. Du hast ein Schiff und eine Mannschaft. Das reicht, um in Koressia Arbeit zu finden. Und es gibt einen Haufen Drachmen in einer Befestigung auf der anderen Seite der Insel. Du willst, dass ich von deiner Insel stehle? Die anderen Einwohner sind nicht ganz glücklich über uns Piraten. Ihr Anführer hat ein Vermögen angehäuft. Haben sie keine Drachmen, können sie keine Dummheiten machen. Keine Sorge. Solange du für mich arbeitest, bist du eine von uns. Piraten helfen nur, wenn es dafür eine Schiffsladung Drachmen gibt. Holla, die Waldfee. Das ist ein bisschen assi. Wenn ich sie bezahlen will, muss ich Arbeit auf der Insel finden. Das haben wir aber schon gemacht. Jetzt, wo mich nicht mehr jeder töten will, sollte es einfacher sein, die Insel zu bereisen. Ja, von hier aus. Das schauen wir noch. Ups. Du klingst bedrückt. Ich versuche, einen großen Schatz für Xenia zu stehlen, um ihren Sieg über Chaos zu feiern. Aber die Wegbeschreibung wurde gestohlen. Und ich schätze, du suchst jemanden, der sie zurückstiehlt. Schön wär's. Doch sie wurde vom Anführer von Koressia gestohlen, den Xenia aus der Stadt verbannt hat. Nun herrscht Waffenstillstand und kein Pirat würde den brechen. Zu deinem Glück bin ich kein Pirat. Willst du sagen, du hilfst mir? Es springt auch was für dich dabei heraus, wenn du es tust. Ich könnte dir deine Wegbeschreibung besorgen. Endlich hat mich Poseidon auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Zur anderen Seite der Insel. Du findest die Tafel im Haus des Anführers. Sobald du sie hast, bringst du sie zum nahen Dorf Poisa und übergibst sie meinem Geschäftspartner. Keine Sorge, ich hol dir, was du brauchst. Xenia wird begeistert sein. Ich werde auf dich warten. Oh, meine Pläne sind ruiniert. Noch lauter. Ich hab's noch nie gehört. Gedacht, dass sie so dumm sein wird. Wie schwer kann es sein, mit einem Handelsschiff nach Thera und zurück zu segeln? Xenia hätte den Miltos echt gebrauchen können. Die Drachmen wären eine gute Unterstützung im Kampf gegen... Können wir dir irgendwie helfen? Ja, ihr sprach gerade von einer Lieferung. Wir sprachen von rein gar nichts. Nichts, was dich irgendwas angehen würde. Ich bin vernarrt in gute Geschichten, insbesondere wenn sie in einem Unglück enden. So wie die mit Gotarsis jedes Mal. Er ist der mieseste Schiffsführer von Chaos. Ich muss dieses Schiff finden. Tja, ich helfe dir gern dabei. Dann hast du endlich eine Geschichte für uns. Was ist Miltos überhaupt? Miltos ist fast so wertvoll wie Gold. Diese Athener wollen alles für sich selbst behalten. Diese raffgierigen Malakes. Wisst ihr, wo ich dieses Schiff finden kann? Könnte überall sein, wie ich Gotarsis kenne. Hab gehört, dass die Lieferung in der Nähe der Insel Estrus abgefangen werden sollte. Südlich von Chaos. Wer ist der Schiffsführer, von dem ihr da redet? Gotarsis. Sei froh, dass du es nicht weißt. Der Parthenon würde eher über Wasser bleiben als er. Vielen Dank. Wenn du die Miltos-Ladung findest, komm zu uns zurück und teil die Beute mit uns. Natürlich, meine Freunde.
Lakis. Oh, shit. Xenia und ihre Leute haben hier alles zerstört. Glauben Sie, dass die Bewohner ruhig bleiben, wenn sie alles niederbrennen? Miltos-Lieferung finden könnte. Leicht verdientes Geld. Geht gleich los. Wir müssen erstmal noch den Quest holen. Was willst du? Schlechter Zeitpunkt? Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Aber offenbar kümmert das niemanden außer mir. Warte, hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Schiffe dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Und wie sollen diese Exempel aussehen? Ein paar ihrer Schiffe zu versenken sollte ausreichen. So kann man es wohl auch machen. Wir sind nun mal Piraten. Wir haben in diesen Gewässern einen Ruf zu wahren und nichts sagt, respektiert uns wie ein vernünftiges Blutvergießen. Klingt für mich, als würdet ihr die Konkurrenz schwächen wollen. Ist Chaos nicht groß genug für euch? Wenn wir noch mehr Gebiete erobern wollten, würden wir deinesgleichen nicht dafür brauchen. Wir würden es selbst tun. Man muss den Gegner überrumpeln, dann greift er nicht selbst an. Das steht außer Zweifel. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf welche hast du es abgesehen? Zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge sinkender Schiffe. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Die Segel haben Löcher, drei gebrochene Ruder auf dem Oberdeck, zwei direkt darunter, gebrochene Speere. Na dann los. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ziemlich in die Hose geht, wenn ich das einfach pisse. Ergo, dass ich dann angegriffen werde, sofort von den Schiffen dort. Gut. Bis zur Rückkehr des Kapitäns, tut, was ihr wollt! So, jetzt gucken wir nach der Quest. Thank you.
Tom. Tommer. Da greifen Trümmerteile in Wasser. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes. Tolle, das können wir auch noch versenken. So, wo könnten wir noch? Ah, das sieht aus wie Piraten dort vorne.
So, da war bloß ein Athenerschiff. Hier ist Kates. Nö. Yeah, Athena. Ich dachte, es wäre Treibgut. Thank you.
So. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes.